Vielen Dank, Herr Müller-Sterzing. Nachdem wir nun die Ausführungen des Verteidigers, Herrn Müller-Sterzing, gehört haben und auch der Staatsanwalt, Herr Dr. Lehter, sein Plädoyer gehalten hat, wird sich das Gericht zur Beratung zurückziehen. So, das letzte Wort hat der Angeklagte Sven Drewitz. Was ich getan habe, tut mir sehr leid. Was redest du denn für einen Stuss, Junge? Wenn ich es könnte, dann würde ich es rückgängig machen. Auch dem Vater von Andrea möchte ich sagen, dass mir die ganze Sache sehr leid tut. Haben Sie meinem Sven diesen Schwachsinn eingeredet? Das war das Beste, was er in seiner Lage sagt. In der Strafsache Sven Drewitz bin ich gegen Verteidigung zur Urteilsverkündung im Gericht sagen. Herr Roth, der Angeklagte hat seine Tat bedauert. Was empfinden Sie dabei? Das macht meine Tochter auch nicht wieder lebendig. Welches Urteil erwarten Sie? Er soll schmoren, bis er schwarz wird. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Sven Drewitz wird wegen Mordes zu 7 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Seid ihr alle hirnverbrannt? Sven, reg dich nicht auf. Ich hole dich da raus. Bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen. Andernfalls bin ich gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Die wollen uns fertig machen. Nur weil mein Ältester und jetzt auch noch der Sven im Gefängnis sitzen. Was hat er denn gemacht, Ihr Ältester? Was hat er gemacht? Eine Dummheit hat er gemacht. Hat ein Auto verkauft, was nicht seins war. Dabei hat mein Ulrich im Kosovo seinen Hals riskiert. Moment, wie viele Kinder haben Sie denn? 5. Alles Söhne. Und der Vater? Vater gibt's nicht. Väter hätten Sie sagen sollen. Ist doch auch egal. Ich will Ihnen mal was sagen. Die wollen uns fertig machen. Die stecken alle unter einer Decke. Dass mein Ulrich im Balkan für Deutschland seinen Kopf riskiert hat, das zählt nicht. Für die sind wir der letzte Dreck. Jetzt mal langsam, Frau Drewitz. Wer sind die? Und wer steckt mit wem unter einer Decke? Das ist doch alles ein und dieselbe Mischpoke. Oder wie würden Sie das nennen, Herr Anwalt? Wenn dieser gemeine Hund von Staatsanwalt und diese Flasche von einem Pflichtverteidiger aus ein und demselben Stall kommen. Der Staatsanwalt hat bei Müller-Sterzing gelernt. Sie meinen, er war bei ihm Referendar? Ist mir egal, wie man das nennt. Jedenfalls hat der Müller-Sterzing zu meinem Sven immer gesagt, er soll gestehen. Und das nennt er dann verteidigen. Warum ist er diesem Hinweis nicht nachgegangen? Welchen Hinweis? Na, diesem anonymen Anruf. Mitten in der Nacht ruft mich so ein junger Kerl an und sagt, der Hermann hat die Andrea umgebracht. Kennen Sie einen Hermann? Es kann nur der Hermann Lachner sein. Der ist ja auch immer mit der Andrea rumgezogen. Wann wurde dieses Urteil gefällt? Gestern. Und Sie wollen, dass das Urteil noch einmal überprüft wird? Ja, natürlich. Mein Sven hat die Andrea nicht umgebracht. Wissen Sie, dass das mit erheblichen Kosten verbunden ist? Ja, aber Geld habe ich keins. Sie sind doch auch für Gerechtigkeit, oder? Ich habe Andrea nicht umgebracht. Aber warum haben Sie wiederholt zugegeben, die Tat begangen zu haben? Haben Sie Angst? Bedroht Sie jemand? Willst du jemanden schützen? Nein. Nochmal. Warum hast du zweimal gestanden und zweimal widerrufen? Die haben mich verrückt geredet. Die haben gesagt, sonst kriege ich gleich 10 Jahre. Und da habe ich mir das alles ausgedacht. Was hast du dir ausgedacht? Dass Andrea mit mir schlafen will. Und dass sie mich auslacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum lacht sie dich aus? Weil ich mich noch zu jung für sowas fühle. Sie lacht. Und dann kriege ich die Wut und schlage mit der Faust auf sie ein. Aber Andrea ist erstochen worden. Ja, sie ist erstochen worden. Überall war Blut. Du hattest ein Messer. Ja, ich habe es aber gar nicht gespürt in meiner Hand. Ist verdammt scheiße gelaufen. War eben mein Pech. Wirklich? Und das ist jetzt die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Was willst du, Markus? Der Junge hat gestanden. Ja, sogar mehrmals. Und genauso oft widerruft er. Wieso? Und wieso ist niemand dem anonymen Hinweis auf Hermann Lachner nachgegangen?
Du stellst die Fragen und ich soll die Antworten ranschaffen. Ich hab dir was mitgebracht. Hier ist alles, was über den Fall in der Zeitung stand. Versuch, diesen Hermann Lachner zu finden und klopf mal auf den Busch. Bin gespannt, ob an der Sache was dran ist. Und finde du mal raus, wer mich dafür bezahlt. Ich habe unter anderem eine Wette verloren. Hab schon verstanden, Josef. Hallo, Tag zusammen. Schönen Platz habt ihr hier. Ich suche Hermann Lachner. Kennt ihr den? War mit Andrea Roth befreundet. Die hat mit vielen rumgemacht. Möglich. Aber ich wette, nur einer hier ist Hermann Lachner. Als das mit Andrea passierte, war Lachner nicht mehr informiert. Sie hatte ihn abgelegt. So, Andrea hat ihn abgelegt. Und? War ihm das egal, oder? Keine Ahnung. Hat er nicht gesagt. Mit wem war Andrea denn noch zusammen? Mit der halben Schule. Blödsinn. Das stimmt doch gar nicht. Was? Hoffentlich hast du nie eine Freundin, die so ist wie du. Warte mal. War Andrea eine Freundin von dir? Wer will das wissen? Ich. Ich bin Privatdetektiv. Ob das glaubst du oder nicht? Andrea war meine Cousine. Aber sie war nicht so, wie die anderen über sie sprechen. Da drüben war's. Was war da? Da wurde Andrea gefunden. Kennst du Hermann Lachner? Ja. Aber sie wollte nichts mehr von ihm. Sie hatte Angst vor ihm. Er war ziemlich krass drauf, rastete bei jeder Gelegenheit aus. Und sie wollte nicht mit ihm ins Bett gehen. Wann ist er zuletzt ausgerastet? Ein paar Wochen bevor es passiert ist. Herr Kollege, ich gebe Ihnen einen guten Rat. Vergessen Sie den Fall Drewitz. Der Junge soll das Urteil annehmen. Besseres bekommt er nicht. Und Sie können nichts dabei gewinnen. Herr Müller-Sterzing, ist es vorstellbar, dass die Ermittlungsbehörden bestimmte Hinweise und Spuren nicht verfolgt haben? Völlig undenkbar. Frau Drewitz behauptet, die Polizei sei dem anonymen Hinweis auf einen gewissen Hermann Lachner nicht nachgegangen. Sie werden Ihren eigenen Eindruck von Frau Drewitz gewonnen haben. Aber ich bin überzeugt, er deckt sich mit dem meinigen. Soziale Randständigkeit gepaart mit paranoidem Gesellschaftshass. Herr Müller-Sterzing, gehen Sie besser nicht davon aus, dass Ihr Bild von dieser Frau mit meinem übereinstimmt. Sollte es aber, Herr Dr. Lessing. Wie dem auch sei, statt eines Vaters für Ihren Sohn Sven gab es gelegentliche Nacht- und Nebelbeischläfer im Bett der Maria Drewitz. Verzeihung, Frau Drewitz ist eigentlich nicht Gegenstand meiner Frage. Ich möchte wissen, ist die Polizei diesem anonymen Hinweis nachgegangen oder nicht? Es ist doch verständlich, dass sich die gute Frau an jeden Strohhalm klammert. Aber vergessen wir eins nicht. Sven Drewitz hat bereits bei seiner ersten Vernehmung die Tat gestanden. Und bald darauf widerrufen. Richtig. Es gibt jedoch einen kleinen, aber nichtsdestoweniger bedeutsamen Fakt. Sven Drewitz kannte Umstände des Tathergangs, die nur der Täter und nur er allein wissen konnte. Warum haben Sie als Verteidiger eigentlich nicht darauf bestanden, dass die Ermittler diesem anonymen Hinweis nachgehen? Das hätte Ihre Mandanten möglicherweise entlastet. Ich habe das unbestimmte Gefühl, Sie wollen diesen Fall um jeden Preis wieder abrühren. Und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Sie eben das verhindern wollen. Sie entschuldigen mich. Ich habe einen Termin. Wiedersehen. Fest steht, die Polizei ist dem Hinweis auf Lachner nicht nachgegangen. Weiter steht fest, Lachner ist direkt nach dem Mord verschwunden. Er ist zwar noch in seiner WG gemeldet, hat sich aber dort seitdem nicht mehr blicken lassen. Dass er abgetaucht ist, spricht gegen ihn. Das Gericht geht von einer versuchten Vergewaltigung aus. Das Opfer hatte Einstiche im Bauch und in der Brust und der Slip war zerrissen. Nehmen wir mal an, Lachner ging der Laufpass, den er von Andrea Roth bekommen hat, an die Nieren. Er lauert ihr auf, geht ihr an die Wäsche, sie wehrt sich. Er sticht zu. Doch denkbar, oder? Wäre eine Möglichkeit. Fehlt uns nur Lachner selbst. Was war noch mal mit seinem Verteidiger, diesem Müller-Sterzing?
Es gibt anscheinend kein Gerichtsverfahren in dieser Gegend, an dem seine Sozietät nicht in irgendeiner Form beteiligt ist. Der Staatsanwalt im Fall Drewitz hat sich seine ersten Sporen in seiner Kanzlei verdient. Und der Richter, der ihn zum Pflichtverteidiger bestellt hat, ist auch ein alter Spitzi von Müller-Sterzing. Klingt stark nach Saalchef. Brauchen die einen Sündenburg? Kann sein. Ich muss da noch mal rein. Ich muss Sie ich glaube, wir kriegen Besuch. Schon wieder das Naturereignis. Hallo, Herr Anwalt. Und wer sind Sie? Ein Mitarbeiter. Herr Matula ist Privatdetektiv. Hier, das habe ich gefunden. Das ist er. Das ist Hermann Lachner. Jetzt sind Sie dran. Wer ist der andere? Mein Sohn Ulrich, aber alle sagen Kosovo zu ihm. Sie haben sich doch entschieden, nicht, Herr Anwalt? Sie holen meinen Sven da raus. Wir werden morgen in Revision gehen, Frau Drewitz. Aber leider haben wir noch nicht viel in der Hand. Haben Sie damit genug in der Hand? 2000. Reicht das? Frau Drewitz, Geld habe ich nicht gemeint. Bitte, stecken Sie das Geld wieder ein. Wo finde ich Ihren Sohn Kosovo? Wohnt er noch bei Ihnen? Vielleicht finden Sie ihn in seinem Lagerschuppen. Kosovo? Ja? Ein Freund? Und, was wollen Sie von ihm? Nur ein paar Fragen stellen. Fragen Sie mich. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das glaube ich nicht. Es sei denn, Sie waren mit Andrea Roth befreundet. Andrea Roth? Ja. Wer ist das? Das Mädchen, das Ihr Bruder Sven umgebracht haben soll. Und was hat Hermann damit zu tun? Sehen Sie, genau das wollte ich ihn fragen. Dann finden Sie mal schnell. Haben Sie drei Bikes gesehen, die da drin stehen? Die warten auf ihn. Ist der Einzige, der was davon versteht. Wovon verstehen Sie denn was? Vom Panzerfahren. Ah. Hier steht, an dem Tag, als Andrea ermordet wurde, bist du nicht in der Schule gewesen. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Die Polizei hat deine Aussage überprüft und hat festgestellt, du hast nur 2 Stunden geschwänzt. Ist das richtig? Ja, 2 Stunden. Das waren nur 2 Stunden. Kennst du das Wort Suggestion? Nee. Was ist denn das? Ich frage dich, du warst am Tattag nicht in der Schule. Stimmt das so? Und du antwortest, ja, das stimmt so, obwohl es nur zum Teil stimmt. Du lässt dich von mir beeinflussen. Suggestion bedeutet nichts anderes als Beeinflussung. Ja, Kosovo sagt auch immer, ich lasse mich viel zu leicht beeinflussen. Sven, bei deiner Vernehmung hast du genau beschrieben, wo Andrea lag, welche Einstiche ihr Körper aufwies und dass ihr Slip zerrissen war. Du behauptest, du hättest dir das alles nur ausgedacht, das glaube ich dir nicht. Doch, ich habe mir das alles ausgedacht. Junge, ich kann dir nur helfen, wenn du mir die Wahrheit sagst. Du warst am Tatort. Du hast Andrea gefunden. Aber da war sie schon tot, nicht wahr? Warum hast du deine Entdeckung nicht sofort der Polizei gemeldet? Ich hatte tierische Angst. Die hätten mich doch für den Mörder gehalten. Das haben sie auch so. Ja, bitte? Guten Morgen. Mein Name ist Matula. Sind Ihre Eltern zu Hause? Warum? Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Über Andrea Roth. Wir reden mit keinem von der Zeitung. Ich bin nicht von der Zeitung. Ich komme im Auftrage eines Rechtsanwalts. Haben Sie nicht verstanden? Jetzt gehen Sie doch. Wir brauchen Sie nicht und wir wollen Sie nicht. Sie reißen nur alte Wunden wieder auf. Haben Sie denn überhaupt kein Gefühl? Thank you.
mit Andrea hat er nicht verkraftet. Er trinkt zu viel und einen Job hat er auch nicht. Deine Schwester? War ein hübsches Mädchen. Hatte sie viele Freunde? Was weiß ich. Sie hat mir auch nicht alles erzählt. Kennst du Hermann Lachner? Na, das war einer ihrer Freunde. Hast du eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Weiß ich auch nicht. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Es ist besser, sie gehen jetzt. Nur eine Frage noch. Wo ist deine Mutter? Die ist vor 6 Jahren abgehauen. In Andreas Zimmer ist sicher alles weggeräumt. Nee, da ist alles so geblieben, wie es war. Es durfte nichts verändert werden. Kann ich da mal kurz einen Blick reinwerfen? Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Das ist meine Cousine Eva. Sie an. Hi. Und Jürgen Tummler, mein Verlobter. Guten Tag. Ich störe nicht lange. Das ist es. Eva wohnt zurzeit hier. Scheiße, Papa. Habe ich Ihnen das Schnüffeln hier nicht verboten? Raus aus dem Zimmer. Gehen Sie aus dem Weg und ich bin weg. Jetzt werden Sie noch frech. Susanne, verzieh dich, wir sprechen uns später. Das, was Sie hier machen, nennt man Hausfriedensbruch. Übertreiben Sie mal nicht und nehmen Sie die Hände weg. Wir haben selber Glück, dass ich so ein friedlicher Mensch bin. Und jetzt raus hier. Bitte. Susanne! Bitte. Ich habe gehört, Sie sind in Revision gegangen. Mal unter uns. Mangelt es an Klienten? An Gewissheit, Herr Kollege. Ich glaube nicht, dass es mit Sven Drewitz den Richtigen getroffen hat. Sie halten Drewitz tatsächlich für unschuldig? Es gibt Gründe, an seiner Schuld zu zweifeln. Mit dieser Überzeugung stehen Sie aber allein auf weiter Flur. Kein Wunder. Wenn sich Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft und Verteidigung von Anfang an auf Drewitz als Täter eingeschossen haben? Einspruch. Drewitz war der Einzige aus dem Umfeld des Opfers, der sich von Anfang an in Widersprüche verwickelte. Mal war er am Tag der Tat auf dem verlassenen Gelände, mal nicht. Haben Sie sich mal die Mühe gemacht, die Vernehmungsdialoge genauer unter die Lupe zu nehmen? Die Polizeibeamten haben doch die Aussagen, die sie hören wollten, dem Jungen in den Mund gelegt. Hier steht beispielsweise: Ich habe zweifelsohne auch hinsichtlich der Art meiner Beziehung zu Andrea die Unwahrheit gesagt. Warum sagt Drewitz zweifelsohne oder hinsichtlich? Das sind doch Worte, die würde der Junge niemals benutzen. Sie kennen so gut wie ich die Ungenauigkeit von Vernehmungsprotokollen. Aber jetzt beantworten Sie mir eine Frage. Wie kommen Fasern des Pullis, auf dem das Opfer lag, an Drewitz' Kleidung? Was wäre, wenn Drewitz an den Tatort kam und das Mädchen schon tot war? Dann bezichtige ich mich doch nicht selbst der Tat. Das macht doch kein normaler Mensch. Was ist, wenn Drewitz kein normaler Mensch ist? Sagen Sie, welchen Narren haben Sie eigentlich an diesem Drewitz gefressen? Sie werden mich vielleicht nicht verstehen, aber trotzdem. Sven Drewitz ist mein Mandant und hat Anspruch auf meinen vollen Einsatz. Wenn wir als Anwälte anfangen, Mandanten nach Herkunft, Bonität oder Sympathie zu behandeln, haben wir ganz schnell das Vertrauen in unsere Rechtsprechung verspielt. Und das wäre doch schade, oder? Susanne! Was wollen Sie denn schon wieder? Hast du meinetwegen Ärger bekommen? Ja, was glauben Sie denn? Tut mir leid. Geschenkt. Ich hab's eilig. Wo brennt's? Ich muss zum Arbeitsamt. Arbeitslos? Ich mache eine Fortbildung. Und wenn du die hinter dir hast, nix wie weg, ne? Ja, genau. Sobald ich Arbeit hab. Jürgen ist Herr Koch, der findet überall einen Job. Was hattest du für ein Verhältnis zu deiner Schwester? Ja, sie war Papas Liebling. Wenn ein Junge sie nur angeguckt hat, ist er total ausgetickt. Es war halt immer nur wichtig, was Andrea gemacht hat. Papa hat sich für mich überhaupt nicht interessiert. Sven Drewitz, was fällt dir zu dem ein? Ich weiß nicht. Der hat mir fast leid getan. Andrea konnte echt ein Biest sein. Erst hat sie ihn heiß gemacht und dann nix. Ja, ich muss. Tschüss. Sven hat mir nie Kummer gemacht. Ist vielleicht nicht robust genug für diese Welt, aber Gefühl hat er. Warten Sie, ich zeige Ihnen mal was. Hier, lesen Sie. Hat Sven an Andrea Roth geschrieben. Liebesbriefe. Hat sie aber nicht abgeschickt. Sven hat sich geniert. Hat sie sonst jemand gelesen? Nee. Als ich sie dem Müller-Sterzing gezeigt habe, hat er nicht mal reingeguckt.
Hat so getan, als hätte ich ihm ein Stück Dreck in die Hand gedrückt. Hat Ihr Sohn Ihnen die Briefe gegeben? Sven hat keine Geheimnisse vor mir. Lesen Sie. Sowas schreibt doch kein Mörder. Guten Abend, Herr Lachner. Ich suche Sie schon seit Tagen. Und gesehen hast du den Typen nicht, der dich niedergeschlagen hat? Nein, verdammt nochmal. Aber ich wette, dass es dieser Kosovo war. Aber ich habe die Autonummer. Wenn der Wagen nicht geklaut ist, kriegen wir sie. Also ein stinknormaler Kombi. Genau. Ein Wagen, der nicht auffällt, ist doch perfekt für krumme Geschäfte. Ein Motorrad oder ein Jeep, die springen doch viel zu sehr ins Auge. Hier. Schön, aber was hat das alles mit dem Tod von Andrea Roth zu tun? Annahme 1, Andrea wird Zeugen dieser Delikte und deshalb getötet. Annahme 2, Lachner bringt sie in einem seiner Wutanfälle um, taucht ab und hält sich seitdem mit krummen Geschäften über Wasser. Beides möglich. Gestern habe ich dich mit meinem Freund in der Stadt gesehen. Hast du das geschrieben? Ja. Das kann aber nicht stimmen. Am Dienstag ist Andrea ums Leben gekommen. Der Brief ist vom Donnerstag. Da war sie schon tot. Ja, da war sie schon tot. Hast du dich vielleicht im Datum geirrt? Ja, ich habe mich im Datum geirrt. Sven, meinst du in dem Brief den Tag, an dem Andrea ums Leben kam? Ja, ich meine den Tag, als Andrea ums Leben kam. Wer war der Freund? Willst du ihn nicht nennen, um ihm Ärger zu ersparen? War es Hermann Lachner? Jürgen war immer ganz nah bei Andrea. Wer ist Jürgen? Na, der Verlobte von Susanne. Jürgen Tumler, der wohnt bei denen. Also, wie wär's mit dem Wochenendausflug nach Magdeburg, Josef? Europameisterschaft, Schwergewicht. Ich hab noch ein Ticket. Burger, ich bin nicht bei der Kripo. Ich hab keine Zeit. Hast einen Job. Gute Arbeit? Na, geht so. Trotzdem. Ja, ich weiß die Wette. Burger, ich brauche eine Information. Mir fehlt der Name zu einer Kfz-Nummer. Matula, erzähl mir einmal eine Geschichte, die überzeugt. Ja? Bitte? Da rauscht einer in ein geparktes Auto. Er geht weg, um was zum Schreiben zu besorgen. Um eine Nachricht zu hinterlassen. Er kommt zurück, das Auto ist weg. Tja. Toll. Das ist deinem Klienten passiert. Ja, ich schwör's dir. Ruf mich nachher an. Tag, Frau Drehwitz. Oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich stelle gerade eine Fuhre zusammen für einen Flohmarkt in Frankfurt. Von der Stütze allein kann ich ja nicht leben. Wer alles benutzt dieses Lager? Mein Sohn Kosovo. Und ich natürlich. Und Hermann Lachner. Was? Quatsch. Kosovo, wohnt er im Augenblick bei Ihnen? Nee. Habe ihn nicht gesehen. Ah, wieder nicht. Wo wurde das Foto geschossen?
am Hafen treff. Eva. Findest du nicht, dass du übertreibst? Jetzt hört doch auf zu streiten. Er hat seine Hand fast zwischen deinen Beinen und ich übertreibe, ja? Das stinkt mir. Los, Einwurf. Tag, schöne Frau. Hallo. Ich suche Kosovo. Ist der hier? Ja, drüben. Hallo, stellen Sie sich vor, ich habe Hermann Lachner getroffen. Ach nee. Er war gerade dabei, was zu verladen. Ich wette, Sie ahnen nicht, wo sich das abgespielt hat. In Ihrem Lagerschuppen. Ist nicht möglich. Haben Sie gefragt, wie er da nur hingekommen ist? Tja, wollte ich gerade, aber da hat mir einer was mit dem Prügel über die Rübe gezogen. Da war bei mir Sendepause. Na sowas. Und schon irgendeine Idee, wer ihn das angetan hat? Ja, der hatte ungefähr so eine Figur wie Sie. Kein Glück heute. Na, die Geschichte drückt mir auf die Blase. Haben Sie auch Kaffee? Klar. Einfach schwarz. Hallo Eva, ich wollte dich was fragen. Auf dem Holzplatz hast du gesagt, dass Andrea nicht so war, wie die anderen immer geredet haben. Wie war sie? Das mit den Jungs stimmt nicht. Sie hatte mit keinem was. Also so richtig. Woher weißt du das? Sie hat es mir gesagt. Worüber hast du noch mit deiner Cousine geredet? Na, nicht nur über Jungs. Über alles Mögliche. Über Träume. Andrea hatte Albträume. Was hat sie denn geträumt? Irgendwie immer dasselbe. Sie ist allein. Hört was, dreht sich um und riesige Flügel kommen auf sie zu. Sie will schreien, aber die Flügel ersticken sie. Vögel? Ich weiß nicht. Sie hat nur Flügel gesehen. Du wohnst doch jetzt in Andreas Zimmer. Hast du bei ihr vielleicht irgendwas gefunden, was sie geschrieben hat? Tagebücher, Briefe oder nur Notizzettel? Ich habe nichts gesehen. Ich muss los. Tschüss. Tschüss. Ich will nicht verhehlen, Herr Kollege, Ihr Anblick bereitet mir keinerlei Vergnügen. Es gab Tage, da habe ich auch schon mehr gelacht. Ich hatte heute das jugendpsychiatrische Gutachten von Drewitz in Händen. Warum ist dieses Gutachten bei Gericht nicht berücksichtigt worden? Warum taucht in der Urteilsbegründung nicht einmal der Begriff Suggestibilität auf? Bin ich das Gericht? Es wäre Ihre Pflicht gewesen, darauf zu drängen, dass das Gutachten bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. Herr Kollege, Sie sind des Lesens doch kundig. In dem Gutachten steht, für den Fall, dass man Drewitz nicht für den Täter halte, legen wir dem Gericht nahe zu klären, wann im Verlauf der Vernehmung suggestive Fragen gestellt wurden. Ich wiederhole, für den Fall, dass man ihn nicht für den Täter halte. Aber wir hielten ihn mal für den Täter. Haben Sie übrigens eine Vorstellung davon, worauf Sie sich mit der Familie Drewitz eingelassen haben? Sorry, aber ich verstehe Sie nicht. Ich möchte Sie warnen. Eine Familie mit enormer krimineller Energie. Ich war Pflichtverteidiger von Sven Drewitz. Mich hat der Staat bezahlt, aber aus welchen trüben Quellen wird Ihr Honorar stammen? Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht der Geldwäsche schuldig machen? Ihre Sorge um meine Person ehrt mich. Aber wovor haben Sie eigentlich Angst? Dass Sie plötzlich als mitverantwortlich für ein Fehlurteil dastehen? Vorsicht, Herr Kollege. Sie begeben sich auf Glatteis. Mir drängt sich der Verdacht auf, Sie verbergen Ihre wahren Absichten unter der Tarnkappe Mein Herz schlägt für die Schwachen. Sie wollen sich doch nur auf meine Kosten profilieren. Ihre Reputation ist Ihre Sache. Mich interessiert lediglich, haben Sie die Verteidigung von Sven Drewitz gegen die Wand gefahren oder nicht?
Und wenn ja, warum? Ist hier jemand? Er ist Georg Lachner, auf den der fahrende Waffenschrank dazugelassen ist. Ist mein Onkel. Netter Onkel. Leiht dir seinen Wagen. Weiß auch wofür? Ich meine, ich kann ihn auch fragen. Lassen Sie ihn bitte aus dem Spiel, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Er ist in Frankfurt. Und weiter? Im Krankenhaus. Und da hilfst du hier ein bisschen aus. Guter Junge. Du hilfst hier aus und hilfst da aus. Mal beim Onkel, mal beim Kosovo. Hat Kosovo das Zeug hierher geschmuggelt? An wen verschiebt er es? Warum hast du das Mädchen erstochen? Was? Was erzählen Sie da? Wo warst du an dem betreffenden Dienstag? In Frankfurt. Auf Tour mit Kosovo. Wenn ich mit der Polizei zusammenarbeite, habe ich dann eine Chance? Chance wofür? Ich will Schluss machen mit dem Scheiß. Zielpersonen am Objekt angekommen. Verstanden. An alle, Zugriff! Was sagen?
Du hättest beim Panzerfahren bleiben sollen. Tschüss. Abhören. Und, ist dein Job damit beendet? Noch nicht ganz. Einsatz beendet. Übrigens, es werden noch Wetten angenommen für den Fight in Magdeburg. Aber höchstens ein 20er. Oh, Josef. Auf den Herausforderer, die volle Distanz. Das wollte ich eigentlich. Also gut, dann setze ich auf K.O. durch den Titelverteidiger. Dann kannst du es gleich bei mir lassen. Jetzt haben Sie mir noch einen Sohn ins Gefängnis Moment, gebracht. Frau Drewitz. Ihr Sohn ist wegen illegalen Waffenbesitzes und Waffenhandels verhaftet worden. Woher stammen eigentlich die 2000 Euro, mit denen Sie Dr. Lessing bezahlen wollen? Aus Flohmarktverkäufen? Und wenn es so wäre? Wir haben Grund zur Annahme, dass das Geld aus den Waffengeschäften Ihres Sohnes stammt. Davon habe ich nichts gewusst. Das glaube ich Ihnen sogar gerne. Denn Sie haben Ihren Sohn in den Knast gebracht. Was? Wieso denn ich? Weil es nie einen anonymen Hinweis auf Hermann Lachner gab. Den haben Sie sich ausgedacht. Die Idee war auch gar nicht so schlecht. Nur wussten Sie nicht, dass Ihr Sohn Kosovo mit Lachner in einen illegalen Waffenhandel verstrickt war. Und genau an dem Tag, an dem Andrea Roth ums Leben kam, waren die beiden in Frankfurt auf einer Verkaufstour. Ihr Sohn hat Lachner sogar noch ein Alibi gegeben. Komisch, nicht? Das finde ich nicht zum Lachen. Es ist aber genau so. Und was ist mit meinem Sven? Muss er wirklich 7 Jahre da drin bleiben? Wenn uns was Neues einfällt, vielleicht nicht. Erzähl mal, was du gesehen hast. Das war am Hafentreff. Da sind sie alle nach der Schule. Und weiter? Nichts weiter. Jürgen ist gekommen. Jürgen, der Verlobte von Andreas Schwester. Du hast doch in dem Brief geschrieben, du hättest ihn zusammen mit Andrea gesehen. Ja, habe ich ja auch. Die sind zusammen nach Hause gegangen. War das alles? Ich bin ihnen... Naja, ich bin ihnen nachgegangen. Jürgen hat sie umarmt. Ja. Weiter? Andrea hat ihn weggestoßen. Da war ich froh. Sonst wäre sie nicht gekommen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na, sie wäre noch mit Jürgen zusammengeblieben, ist doch klar. In der großen Pause hat sie mir versprochen, am Nachmittag am Holzlager zu sein. Hat das jemand mitbekommen? Weiß nicht. Ist aber möglich. Wie gut kennst du diesen Jürgen Tummler? Wenig, ganz wenig. Der ist Koch oder so. Der wohnt bei den Roths im Durchgangszimmer. Wenn Andrea nachts aufs Klo musste, dann musste sie an seinem Bett vorbei. Das hat sie mir erzählt. Ich habe Andrea zufällig hier getroffen. Wir waren nicht verabredet. Aber warum fragen Sie mich das? Sie gehören zu den Personen, die mit Andrea noch kurz vor ihrem Tod zusammen waren. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Sie meinen auf dem Nachhauseweg? Zum Beispiel. Sven ist uns nachgestiegen. Und als Sie zu Hause ankamen, wie ging es da weiter? Wir haben zusammen mit Andreas Vater gegessen. Ich hatte was aus der Hotelküche mitgebracht. Glasierte Poulade, ein Ingwerreis mit kleinen Ananasstückchen. Aber war trotzdem eine Nullstimmung. Andrea und ihr Vater hatten mal wieder Knatsch. Weswegen? Ach, das Übliche. Sie wollte losziehen und er wollte, dass sie zu Hause bleibt. Er hatte sie Nutte genannt. Ich habe mich dann auf mein Zimmer verzogen, Musik aufgedreht. Ich wollte nichts mehr hören, wollte nur noch schlafen. Um 18 Uhr beginnt mein Abenddienst in der Küche. Warum hat Herr Roth seine Tochter Nutte genannt? Andrea ist gerne rumgezogen. Mir hat's gefallen, wenn man sie angestarrt hat. Sie hat's drauf angelegt. War sie aufreizend gekleidet? Ja, schon. Was hatte sie denn an diesem Nachmittag an? Jeans und einen Pulli mit dem Ausschnitt. Klingt eigentlich ganz normal. Ja. Aber wenn sie sich bückte, da war sie wie nackt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe auf sie nicht aufgepasst. Warum habe ich sie alleine hingehen lassen? Verstehen Sie, es durfte nicht passieren. Es durfte nicht passieren. Moment. Was wollen Sie denn noch? Der Kerl, der meine Tochter auf dem Gewissen hat, sitzt. Schluss, aus, basta. Aber nicht der Richtige. Hören Sie mir bitte eine Minute zu.
Danke. Jürgen Tummler behauptet, an jenem Dienstag den ganzen Nachmittag hier in der Wohnung gewesen zu sein. Was hat denn Jürgen damit zu tun? Können Sie seine Aussage bestätigen? Verdächtigen Sie etwa Jürgen? Ich denke, Drewitz war's. Es gibt Zweifel an seiner Täterschaft. Also war Tummler hier? Ja, sicher. Genauso wie jetzt. Jürgen! Das verstehe ich nicht. Ich war sicher, dass er hier ist. Ich habe ihn auch nicht weggehen hören. Tummler konnte die Wohnung unbemerkt verlassen. Und der Junge hat Schuldgefühle. Aber ist er deswegen der Täter? Jedenfalls war er scharf auf das Mädchen. Genau wie auf Eva Roth. Oder warum hat er ihr sonst an den Hintern gegrapscht? Komischer Typ. Wo war der eigentlich, bevor er sich bei den Roths eingenistet hat? Ist er schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Kommst du ans Bundeszentralregister ran? Schwer. Aber da habe ich eine andere Idee. Danke. Josef, ich habe Helga sämtliche Zeitungsartikel der letzten 10 Jahre über Sexualstraftaten in Hessen durchforsten lassen. Nirgendwo taucht ein Jürgen Tummler auf. Aber es gibt einen Jürgen T. Und zwar ging es dabei um einen sexuellen Missbrauch an einem 9-jährigen Mädchen durch einen 15-jährigen. Wann war das? Der Fall liegt 5 Jahre zurück. Tummler ist 20, das passt. Susanne, ich bin's, Eva. Ruf mich bitte ganz schnell zurück, wenn du die Mailbox abhörst. Ich muss dich unbedingt sprechen. Ich habe Andreas Tagebuch gefunden. Ich fahre jetzt zum See und hole dich dann vom Arbeitsamt ab. Okay, tschüss. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist was? Du, ich würde gerne allein sein. Ach, erwartest du jemanden? Ja. Schlechte Mühe.
Was ist denn los? Hat das was mit Evas Anruf zu tun? Möglich. Was hat sie dir erzählt? Ich hatte eine Message auf meiner Mailbox. Sie meinte, sie hätte Andreas Tagebuch gefunden. Und weiter. Was noch? Naja, sie ist zum See gefahren. Sie wollte mich hier nachher abholen. Seit wann kennst du Jürgen Dumler schon? 2 Jahre. Wieso? Weißt du, dass er vorbestraft ist? Oh Mann. Jetzt kommen Sie mir mit dem Scheiß. Natürlich weiß ich Bescheid. Jürgen hat gesessen und war 2 Jahre in Therapie. Er ist in Ordnung, okay? Dir ist da bestimmt auch schon mal der Gedanke gekommen, dass Jürgen... Andrea umgebracht hat? Hören Sie auf! Komm, beruhige dich. Ich liebe Jürgen. Weißt du, wo er jetzt ist? Er wollte zum Baggersee fahren. Markus, ich habe keine Ahnung, was Eva in dem Tagebuch gelesen hat. Aber eins ist sicher, Josef. Andreas Tagebuch ist der Schlüssel zu allem. Und da ist noch was. Nicht nur Eva ist am See, sondern auch Dumler. Und das gefällt mir gar nicht. Verstehe. Bin schon unterwegs. Ja? Josef, ich bin jetzt auf dem Parkplatz. Wo steckst du denn? Direkt am See. Ich komm dir entgegen. Bleib dran. Guten Tag. Ich habe das halbe Ufer abgesucht. Nicht zu sehen, weder von Eva noch von Dumler. Also weiter. Josef! Scheiße. Das gehört Eva Roth. Komm. Ich gehe hier lang. Markus. Es gibt Tage, da hasse ich meinen Beruf. Rechtsanwalt Lessing, geben Sie mir bitte mal die Mordkommission. Wo fahren wir denn hin? Nach Berlin, los, in 10 Minuten geht der Zug. Es muss wirklich Liebe sein, dass Susanne Roth mit dem Mörder ihrer Cousine flieht. Danke. Gut, aber angenommen, er ist nicht der Täter. Warum ergreifen die beiden dann die Flucht? Aus Angst, dass man ihm den Mord anhängt. Ist auch logisch bei seiner Vorgeschichte. Aber wenn er es war, hat er dann auch Andrea Roth auf dem Gewissen? Wenn du mich fragst, in beiden Fällen war es derselbe Täter. Das Tagebuch wurde weder am Tatort noch in der Wohnung gefunden. Eva wurde umgebracht, weil sie das Tagebuch gelesen hatte. Indem es einen Hinweis auf Andreas Mörder gab. Aber wer wusste überhaupt von dem Tagebuch? Doch nur Susanne Roth. Susanne hätte Dumler leicht über Handy informieren können. Stimmt. Andrea muss in ihrem Tagebuch jemanden genannt haben, von dem sie sich bedroht fühlte. Flügel. Sie fühlte sich von Flügeln bedroht. Sie hatte ständig denselben Albtraum. Flügel fallen über sie her. Ein Vogel war es nicht. Was hat noch Flügel? Fabelwesen. Pegasus, Greif, Drache. Drache. Der Drache fällt über sie her. Haben Sie was von meiner Susanne und diesem Kerl gehört? Die Polizei hat sie noch nicht gefunden. Ich sehe mir keine Nachrichten mehr an. Ich habe Angst, die bringen was. Irgendwas Schreckliches. Ich hoffe nur, Susanne kommt daher wieder raus. Sie können helfen, dass sie wieder nach Hause kommt. Ich? Sie können einen persönlichen Appell an sie richten. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, ganz einfach. Sie sagen was
Und ich nehme das hiermit auf. Und sorge dafür, dass es über Fernsehen und Rundfunk verbreitet wird. Was soll ich denn sagen? Dass sie sich bei der Polizei melden soll. Susanne? Hier spricht Papa. Ich mache mir große Sorgen um dich. Bitte melde dich bei der Polizei. Du fehlst mir. Ich hab dich sehr lieb. Jetzt schalten Sie es ab. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier, Sie auch? Nicht vor Sonnenuntergang. Jetzt wohnt der Kerl schon so lange unter meinem Dach. Und ich, Idiot, merke nicht, dass er Eva aufs Kreuz legen will. Eva ist keinem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen. Der Täter hat sie von hinten erdrosselt. Es ging nicht um Sex. Ja, warum dann? Um Andreas' Tagebuch. Ja, genau. Er wollte an das Tagebuch, weil da drin steht, dass er hinter ihr her war. Und weil er sie nicht haben konnte, hat er sie abgestochen. Nehmen wir an, genau so war es. So muss es gewesen sein. Eva fuhr zum See und trifft Tummler. Wird sie ihm sagen, dass sie das Tagebuch gefunden hat? Natürlich nicht. Genau. Ein Angler hat beobachtet, wie sich Tummler zu Eva gesetzt hat. Die ist aber aufgestanden und weggegangen. Tummler blieb am Seeufer. Heißt das, Tummler hat Eva gar nicht umgebracht? Genau. Ja, aber wer war es dann? Sie. Warum sollte ich das tun? Weil in dem Tagebuch steht, dass Sie Ihre Tochter jahrelang sexuell missbraucht haben. Sie sind ja verrückt. Das sind die Flügel aus Andreas' Albträumen. Aber Sie hatten schon lange keine Macht mehr über Sie. Deswegen haben Sie Nutte genannt. Und wie eine Behandlung. Hören Sie auf! Wie war das an jedem Dienstag? Sie hatten Streit mit Andrea. Sie sind ihr nachgegangen und haben sie im Holzlager gefunden. Sie hat ein Sonnenbad genommen und war nur noch mit einem Slip bekleidet. Sie sollen aufhören. Hat sie gesagt, mach dich das geil? So war es doch nicht. Na, reden Sie schon. Ja, sie hat mich völlig verrückt gemacht. Ich habe vergessen, dass ich ihr Vater bin. Und als sie sich wehrte? Musste ich an all die jungen Kerle denken. Ich sag mal, Lessing, ich brauche die Hilfe der Polizei. Ich wollte sie doch ganz allein für mich haben. Und dann war da plötzlich das Messer. Und da habe ich... Sie halten sich wohl für besonders schlau, was? Haben Sie gedacht, Sie können mich reinlegen? Sie kommen ja nicht raus! Sind Sie jetzt ganz durchgeknallt? Feierabend, Herr Roth. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, die Schulter hat's erwischt, nicht die Beine. Kollege Lessing! Ihr Verhältnis zur hiesigen Polizei ist wirklich ungewöhnlich. Was ist denn genau passiert? Peter Roth ist des Mordes an seiner Tochter Andrea und seiner Nichte Eva überführt worden. Ah. Na, gratuliere! Wir sind alle miteinander reingelegt worden von diesem Sven Trewitz. Wie bitte? Das Mädchen, diese Eva Roth, könnte noch leben, wenn Trewitz die Wahrheit gesagt hätte. Er hat die Wahrheit gesagt, aber Sie haben sie nicht gehört. Komm, Josef, wir gehen. Gute Idee. Kennst du Hermann Lachner? Ja. Aber sie wollte nichts mehr von ihm. Sie hatte Angst vor ihm. Er war ziemlich krass drauf, rastete bei jeder Gelegenheit aus. Und sie wollte nicht mit ihm ins Bett gehen.
Wann ist er zuletzt ausgerastet? Ein paar Wochen bevor es passiert ist. Herr Kollege, ich gebe Ihnen einen guten Rat. Vergessen Sie den Fall Drewitz. Der Junge soll das Urteil annehmen. Besseres bekommt er nicht. Und Sie können nichts dabei gewinnen. Herr Müller-Sterzing, ist es vorstellbar, dass die Ermittlungsbehörden bestimmte Hinweise und Spuren nicht verfolgt haben? Völlig undenkbar. Frau Drewitz behauptet, die Polizei sei dem anonymen Hinweis auf einen gewissen Hermann Lachner nicht nachgegangen. Sie werden Ihren eigenen Eindruck von Frau Drewitz gewonnen haben. Aber ich bin überzeugt, er deckt sich mit dem meinigen. Soziale Randständigkeit gepaart mit paranoidem Gesellschaftshass. Herr Müller-Sterzing, gehen Sie besser nicht davon aus, dass Ihr Bild von dieser Frau mit meinem übereinstimmt. Sollte es aber, Herr Dr. Lessing. Wie dem auch sei, statt eines Vaters für Ihren Sohn Sven gab es gelegentliche Nacht- und Nebelbeischläfer im Bett der Maria Drewitz. Verzeihung, Frau Drewitz ist eigentlich nicht Gegenstand meiner Frage. Ich möchte wissen, ist die Polizei diesem anonymen Hinweis nachgegangen oder nicht? Es ist doch verständlich, dass sich die gute Frau an jeden Strohhalm klammert. Aber vergessen wir eins nicht. Sven Drewitz hat bereits bei seiner ersten Vernehmung die Tat gestanden. Und bald darauf widerrufen. Richtig. Es gibt jedoch einen kleinen, aber nichtsdestoweniger bedeutsamen Fakt. Sven Drewitz kannte Umstände des Tathergangs, die nur der Täter und nur er allein wissen konnte. Warum haben Sie als Verteidiger eigentlich nicht darauf bestanden, dass die Ermittler diesem anonymen Hinweis nachgehen? Das hätte Ihre Mandanten möglicherweise entlastet. Ich habe das unbestimmte Gefühl, Sie wollen diesen Fall um jeden Preis wieder abrühren. Und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Sie eben das verhindern wollen. Sie entschuldigen mich. Ich habe einen Termin. Wiedersehen. Fest steht, die Polizei ist dem Hinweis auf Lachner nicht nachgegangen. Weiter steht fest, Lachner ist direkt nach dem Mord verschwunden. Er ist zwar noch in seiner WG gemeldet, hat sich aber dort seitdem nicht mehr blicken lassen. Dass er abgetaucht ist, spricht gegen ihn. Das Gericht geht von einer versuchten Vergewaltigung aus. Das Opfer hatte Einstiche im Bauch und in der Brust und der Slip war zerrissen. Nehmen wir mal an, Lachner ging der Laufpass, den er von Andrea Roth bekommen hat, an die Nieren. Er lauert ihr auf, geht ihr an die Wäsche, sie wehrt sich. Er sticht zu. Doch denkbar, oder? Wäre eine Möglichkeit. Fehlt uns nur Lachner selbst. Was war nochmal mit seinem Verteidiger, diesem Müller-Sterzing? Es gibt anscheinend kein Gerichtsverfahren in dieser Gegend, an dem seine Sozietät nicht in irgendeiner Form beteiligt ist. Der Staatsanwalt im Fall Drewitz hat sich seine ersten Sporen in seiner Kanzlei verdient. Und der Richter, der ihn zum Pflichtverteidiger bestellt hat, ist auch ein alter Spitzi von Müller-Sterzing. Klingt stark nach Saalchef. Brauchen die einen Sündenbock? Kann sein. Ich muss da noch mal rein. Ich muss Sie jetzt glaube, wir anmelden. Kriegen schon wieder das Naturereignis. Hallo, Herr Anwalt. Und wer sind Sie? Ein Mitarbeiter. Herr Matula ist Privatdetektiv. Hier, das habe ich gefunden. Das ist er. Das ist Hermann Lachner. Jetzt sind Sie dran. Wer ist der andere? Mein Sohn Ulrich, aber alle sagen Kosovo zu ihm. Sie haben sich doch entschieden, nicht, Herr Anwalt? Sie holen meinen Sven da raus. Wir werden morgen in Revision gehen, Frau Drewitz. Aber leider haben wir noch nicht viel in der Hand. Haben Sie damit genug in der Hand? 2000. Reicht das? Frau Drewitz, Geld habe ich nicht gemeint. Bitte, stecken Sie das Geld wieder ein. Wo finde ich Ihren Sohn Kosovo? Wohnt er noch bei Ihnen? Vielleicht finden Sie ihn in seinem Lagerschuppen. Kosovo? Ja? Ein Freund? Und, was wollen Sie von ihm? Nur ein paar Fragen stellen. Fragen Sie mich. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das glaube ich nicht. Es sei denn, Sie waren mit Andrea Roth befreundet. Andrea Roth? Ja.
Wer ist das? Das Mädchen, das Ihr Bruder Sven umgebracht haben soll. Und was hat Hermann damit zu tun? Sehen Sie, genau das wollte ich ihn fragen. Dann finden Sie mal schnell. Haben Sie drei Bikes gesehen, die da drin stehen? Die warten auf ihn. Ist der Einzige, der was davon versteht. Wovon verstehen Sie denn was? Vom Panzerfahren. Ah. Hier steht, an dem Tag, als Andrea ermordet wurde, bist du nicht in der Schule gewesen. Stimmt das so? Ja, das stimmt so. Die Polizei hat deine Aussage überprüft und hat festgestellt, du hast nur 2 Stunden geschwänzt. Ist das richtig? Ja, 2 Stunden. Das waren nur 2 Stunden. Kennst du das Wort Suggestion? Nee. Was ist denn das? Ich frage dich, du warst am Tattag nicht in der Schule. Stimmt das so? Und du antwortest, ja, das stimmt so, obwohl es nur zum Teil stimmt. Du lässt dich von mir beeinflussen. Suggestion bedeutet nichts anderes als Beeinflussung. Ja, Kosovo sagt auch immer, ich lasse mich viel zu leicht beeinflussen. Sven, bei deiner Vernehmung hast du genau beschrieben, wo Andrea lag, welche Einstiche ihr Körper aufwies und dass ihr Slip zerrissen war. Du behauptest, du hättest dir das alles nur ausgedacht, das glaube ich dir nicht. Doch, ich habe mir das alles ausgedacht. Junge, ich kann dir nur helfen, wenn du mir die Wahrheit sagst. Du warst am Tatort. Du hast Andrea gefunden. Aber da war sie schon tot, nicht wahr? Warum hast du deine Entdeckung nicht sofort der Polizei gemeldet? Ich hatte tierische Angst. Die hätten mich doch für den Mörder gehalten. Das haben sie auch so. Ja, bitte? Guten Morgen. Mein Name ist Matula. Sind Ihre Eltern zu Hause? Warum? Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Über Andrea Roth. Wir reden mit keinem von der Zeitung. Ich bin nicht von der Zeitung. Ich komme im Auftrage eines Rechtsanwalts. Haben Sie nicht verstanden? Jetzt gehen Sie doch. Wir brauchen Sie nicht und wir wollen Sie nicht. Sie reißen nur alte Wunden wieder auf. Haben Sie denn überhaupt kein Gefühl? Mit Andrea hat er nicht verkraftet. Er trinkt zu viel und einen Job hat er auch nicht. Deine Schwester? Mhm. War ein hübsches Mädchen. Hatte sie viele Freunde? Was weiß ich. Sie hat mir auch nicht alles erzählt. Kennst du Hermann Lachner? Na, das war einer ihrer Freunde. Hast du eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Weiß ich auch nicht. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Es ist besser, Sie gehen jetzt. Nur eine Frage noch. Wo ist deine Mutter? Die ist vor 6 Jahren abgehauen. In Andreas Zimmer ist sicher alles weggeräumt. Nee, da ist alles so geblieben, wie es war. Es durfte nichts verändert werden. Kann ich da mal kurz einen Blick reinwerfen? Ja, aber wirklich nur ganz kurz. Das ist meine Cousine Eva. Sie an. Hi. Und Jürgen Tummler, mein Verlobter. Guten Tag. Ich störe nicht lange. Das ist es. Eva wohnt zurzeit hier. Scheiße, Papa. Habe ich Ihnen das Schnüffeln hier nicht verboten? Raus aus dem Zimmer. Gehen Sie aus dem Weg und ich bin weg. Jetzt werden Sie noch frech. Susanne, verzieh dich, wir sprechen uns später. Das, was Sie hier machen, nennt man Hausfriedensbruch. Übertreiben Sie mal nicht und nehmen Sie die Hände weg. Wir haben selber Glück, dass ich so ein friedlicher Mensch bin. Jetzt raus hier. Bitte. Susanne! Bitte. Ich habe gehört, Sie sind in Revision gegangen. Mal unter uns.
Mangelt es an Klienten? An Gewissheit, Herr Kollege. Ich glaube nicht, dass es mit Sven Drewitz den Richtigen getroffen hat. Sie halten Drewitz tatsächlich für unschuldig? Es gibt Gründe, an seiner Schuld zu zweifeln. Mit dieser Überzeugung stehen Sie aber allein auf weiter Flur. Kein Wunder. Wenn sich Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft und Verteidigung von Anfang an auf Drewitz als Täter eingeschossen haben? Einspruch. Drewitz war der Einzige aus dem Umfeld des Opfers, der sich von Anfang an in Widersprüche verwickelte. Mal war er am Tag der Tat auf dem verlassenen Gelände, mal nicht. Haben Sie sich mal die Mühe gemacht, die Vernehmungsdialoge genauer unter die Lupe zu nehmen? Die Polizeibeamten haben doch die Aussagen, die sie hören wollten, dem Jungen in den Mund gelegt. Hier steht beispielsweise: Ich habe zweifelsohne auch hinsichtlich der Art meiner Beziehung zu Andrea die Unwahrheit gesagt. Warum sagt Drewitz zweifelsohne oder hinsichtlich? Das sind doch Worte, die würde der Junge niemals benutzen. Sie kennen so gut wie ich die Ungenauigkeit von Vernehmungsprotokollen. Aber jetzt beantworten Sie mir eine Frage. Wie kommen Fasern des Pullis, auf dem das Opfer lag, an Drewitz' Kleidung? Was wäre, wenn Drewitz an den Tatort kam und das Mädchen schon tot war? Dann bezichtige ich mich doch nicht selbst der Tat. Das macht doch kein normaler Mensch. Was ist, wenn Drewitz kein normaler Mensch ist? Sagen Sie, welchen Narren haben Sie eigentlich an diesem Drewitz gefressen? Sie werden mich vielleicht nicht verstehen, aber trotzdem. Sven Drewitz ist mein Mandant und hat Anspruch auf meinen vollen Einsatz. Wenn wir als Anwälte anfangen, Mandanten nach Herkunft, Bonität oder Sympathie zu behandeln, haben wir ganz schnell das Vertrauen in unsere Rechtsprechung verspielt. Und das wäre doch schade, oder? Susanne. Was wollen Sie denn schon wieder? Hast du meinetwegen Ärger bekommen? Ja, was glauben Sie denn? Tut mir leid. Geschenkt. Ich hab's eilig. Wo brennt's? Ich muss zum Arbeitsamt. Arbeitslos? Ich mache eine Fortbildung. Und wenn du die hinter dir hast, nix wie weg, ne? Ja, genau. Sobald ich Arbeit hab. Jürgen ist ja Koch, der findet überall einen Job. Was hattest du für ein Verhältnis zu deiner Schwester? Ja, sie war Papas Liebling. Wenn ein Junge sie nur angeguckt hat, ist er total ausgetickt. Es war halt immer nur wichtig, was Andrea gemacht hat. Papa hat sich für mich überhaupt nicht interessiert. Sven Drewitz, was fällt dir zu dem ein? Ich weiß nicht. Der hat mir fast leid getan. Andrea konnte echt ein Biest sein. Erst hat sie ihn heiß gemacht und dann nix. Ja, ich muss. Tschüss. Sven hat mir nie Kummer gemacht. Ist vielleicht nicht robust genug für diese Welt, aber Gefühl hat er. Warten Sie, ich zeige Ihnen mal was. Hier, lesen Sie. Hat Sven an Andrea Roth geschrieben. Liebesbriefe. Hat sie aber nicht abgeschickt. Sven hat sich geniert. Hat sie sonst jemand gelesen? Nee. Als ich sie dem Müller Sterzing gezeigt habe, hat er nicht mal reingeguckt. Hat so getan, als hätte ich ihm ein Stück Dreck in die Hand gedrückt. Hat ihr Sohn Ihnen die Briefe gegeben? Sven hat keine Geheimnisse vor mir. Lesen Sie. Sowas schreibt doch kein Mörder. Guten Abend, Herr Lachner. Ich suche Sie schon seit Tagen. Und gesehen hast du den Typen nicht, der dich niedergeschlagen hat.
Nein, verdammt nochmal. Aber ich wette, dass es dieser Kosovo war. Aber ich habe die Autonummer. Wenn der Wagen nicht geklaut ist, kriegen wir sie. Also ein stinknormaler Kombi. Genau. Ein Wagen, der nicht auffällt, ist doch perfekt für krumme Geschäfte. Ein Motorrad oder ein Jeep, die springen doch viel zu sehr ins Auge. Hier. Schön, aber was hat das alles mit dem Tod von Andrea Roth zu tun? Annahme 1. Andrea wird Zeugin dieser Delikte und deshalb getötet. Annahme 2. Lachner bringt sie in einem seiner Wutanfälle um, taucht ab und hält sich seitdem mit krummen Geschäften über Wasser. Beides möglich. Gestern habe ich dich mit meinem Freund in der Stadt gesehen. Hast du das geschrieben? Ja. Das kann aber nicht stimmen. Am Dienstag ist Andrea ums Leben gekommen. Der Brief ist vom Donnerstag. Da war sie schon tot. Ja, da war sie schon tot. Hast du dich vielleicht im Datum geirrt? Ja, ich habe mich im Datum geirrt. Sven, meinst du in dem Brief den Tag, an dem Andrea ums Leben kam? Ja, ich meine den Tag, als Andrea ums Leben kam. Wer war der Freund? Willst du ihn nicht nennen, um ihm Ärger zu ersparen? War es Hermann Lachner? Jürgen war immer ganz nah bei Andrea. Wer ist Jürgen? Na, der Verlobte von Susanne. Jürgen Tumler, der wohnt bei denen. Also, wie wär's mit dem Wochenendausflug nach Magdeburg, Josef? Europameisterschaft, Schwergewicht. Ich hab noch ein Ticket. Burger, ich bin nicht bei der Kripo. Ich hab keine Zeit. Hast einen Job. Gute Arbeit? Na, geht so. Trotzdem. Ja, ich weiß die Wette. Burger, ich brauche eine Information. Mir fehlt der Name zu einer Kfz-Nummer. Matula, erzähl mir einmal eine Geschichte, die überzeugt. Ja? Bitte? Da rauscht einer in ein geparktes Auto. Er geht weg, um was zum Schreiben zu besorgen. Um eine Nachricht zu hinterlassen. Er kommt zurück, das Auto ist weg. Tja. Toll. Das ist deinem Klienten passiert. Ja, ich schwör's dir. Ruf mich nachher an. Tag, Frau Drewitz. Oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich stelle gerade eine Fuhre zusammen. Für einen Flohmarkt in Frankfurt. Von der Stütze allein kann ich ja nicht leben. Wer alles benutzt dieses Lager? Mein Sohn Kosovo. Und ich natürlich. Und Hermann Lachner. Was? Quatsch. Kosovo, wohnt er im Augenblick bei Ihnen? Nee. Habe ihn nicht gesehen. Ah, wieder nicht. Wo wurde das Foto geschossen? Am Hafentreff. Eva. Findest du nicht, dass du übertreibst? Jetzt hört doch auf zu streiten. Er hat seine Hand fast zwischen deinen Beinen und ich übertreibe, ja? Das stinkt mir. Los, Einwurf. Tag, schöne Frau. Hallo. Ich suche Kosovo. Ist er hier? Ja, drüben. Hallo, stellen Sie sich vor, ich habe Hermann Lachner getroffen. Ach nee. Er war gerade dabei, was zu verladen. Ich wette, Sie ahnen nicht, wo sich das abgespielt hat. In Ihrem Lagerschuppen. Ist nicht möglich. Haben Sie gefragt, wie er da nur hingekommen ist? Tja, wollte ich gerade, aber da hat mir einer was mit dem Prügel über die Rübe gezogen. Da war bei mir Sendepause. Na sowas. Und schon irgendeine Idee, wer ihn das angetan hat? Ja, der hatte ungefähr so eine Figur wie Sie. Kein Glück heute. Na, die Geschichte drückt mir auf die Blase.
Kaffee? Klar. Einfach schwarz. Hallo Eva, ich wollte dich was fragen. Auf dem Holzplatz hast du gesagt, dass Andrea nicht so war, wie die anderen immer geredet haben. Wie war sie? Das mit den Jungs stimmt nicht. Sie hatte mit keinem was. Also so richtig. Woher weißt du das? Sie hat es mir gesagt. Worüber hast du noch mit deiner Cousine geredet? Na, nicht nur über Jungs. Über alles Mögliche. Über Träume. Andrea hatte Albträume. Was hat sie denn geträumt? Irgendwie immer dasselbe. Sie ist allein, hört was, dreht sich um und riesige Flügel kommen auf sie zu. Sie will schreien, aber die Flügel ersticken sie. Vögel? Ich weiß nicht. Sie hat nur Flügel gesehen. Du wohnst doch jetzt in Andreas Zimmer. Hast du bei ihr vielleicht irgendwas gefunden, was sie geschrieben hat? Tagebücher, Briefe oder nur Notizzettel? Ich habe nichts gesehen. Ich muss los. Tschüss. Tschüss. Ich will nicht verhehlen, Herr Kollege, Ihr Anblick bereitet mir keinerlei Vergnügen. Es gab Tage, da habe ich auch schon mehr gelacht. Ich hatte heute das jugendpsychiatrische Gutachten von Drewitz in Händen. Warum ist dieses Gutachten bei Gericht nicht berücksichtigt worden? Warum taucht in der Urteilsbegründung nicht einmal der Begriff Suggestibilität auf? Bin ich das Gericht? Es wäre Ihre Pflicht gewesen, darauf zu drängen, dass das Gutachten bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. Herr Kollege, Sie sind des Lesens doch kundig. In dem Gutachten steht, für den Fall, dass man Drewitz nicht für den Täter halte, legen wir dem Gericht nahe zu klären, wann im Verlauf der Vernehmung suggestive Fragen gestellt wurden. Ich wiederhole, für den Fall, dass man ihn nicht für den Täter halte. Aber wir hielten ihn mal für den Täter. Haben Sie übrigens eine Vorstellung davon, worauf Sie sich mit der Familie Drewitz eingelassen haben? Sorry, aber ich verstehe Sie nicht. Ich möchte Sie warnen. Eine Familie mit enormer krimineller Energie. Ich war Pflichtverteidiger von Sven Drewitz. Mich hat der Staat bezahlt, aber aus welchen trüben Quellen wird Ihr Honorar stammen? Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht der Geldwäsche schuldig machen? Ihre Sorge um meine Person ehrt mich. Aber wovor haben Sie eigentlich Angst? Dass Sie plötzlich als mitverantwortlich für ein Fehlurteil dastehen? Vorsicht, Herr Kollege. Sie begeben sich auf Glatteis. Mir drängt sich der Verdacht auf, Sie verbergen Ihre wahren Absichten unter der Tarnkappe Mein Herz schlägt für die Schwachen. Sie wollen sich doch nur auf meine Kosten profilieren. Ihre Reputation ist Ihre Sache. Mich interessiert lediglich, haben Sie die Verteidigung von Sven Drewitz gegen die Wand gefahren oder nicht? Und wenn ja, warum? Ist hier jemand? Wer ist Georg Lachner? Auf den der fahrende Waffenschrank dazugelassen ist. Ist mein Onkel. Netter Onkel. Leiht dir seinen Wagen. Weiß auch wofür?
Ich meine, ich kann ihn auch fragen. Lassen Sie ihn bitte aus dem Spiel, er hat damit überhaupt nichts zu tun. Er ist in Frankfurt. Und weiter? Im Krankenhaus. Und da hilfst du hier ein bisschen aus. Guter Junge. Du hilfst hier aus und hilfst da aus. Mal beim Onkel, mal beim Kosovo. Hat Kosovo das Zeug hierher geschmuggelt? An wen verschiebt er es? Warum hast du das Mädchen erstochen? Was? Was erzählen Sie da? Wo warst du an dem betreffenden Dienstag? In Frankfurt. Auf Tour mit Kosovo. Wenn ich mit der Polizei zusammenarbeite, habe ich dann eine Chance. Chance wofür? Ich will Schluss machen mit dem Scheiß. Vielen Dank, Herr Müller-Sterzing. Nachdem wir nun die Ausführungen des Verteidigers, Herrn Müller-Sterzing, gehört haben und auch der Staatsanwalt, Herr Dr. Lether, sein Plädoyer gehalten hat, wird sich das Gericht zur Beratung zurückziehen. So, das letzte Wort hat der Angeklagte Sven Drewitz. Was ich getan habe, tut mir sehr leid. Wünschst du's, Junge? Wenn ich's könnte, dann würde ich's rückgängig machen. Auch dem Vater von Andrea möchte ich sagen, dass mir die ganze Sache sehr leid tut. Haben Sie meinem Sven diesen Schwachsinn eingeredet? Das war das Beste, was er in seiner Lage sagt. In der Strafsache Sven Drewitz bin ich glaube, wir sollten Urteilsverkündung im Gericht sagen. Herr Roth, der Angeklagte hat seine Tat bedauert. Was empfinden Sie dabei? Das macht meine Tochter auch nicht wieder lebendig. Welches Urteil erwarten Sie? Er soll schmoren, bis er schwarz wird. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Sven Drewitz wird wegen Mordes zu 7 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Seid ihr alle hirnverbrannt? Sven, reg dich nicht auf. Ich hole dich da raus. Bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen. Andernfalls bin ich gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Die wollen uns fertig machen. Nur weil mein Ältester und jetzt auch noch der Sven im Gefängnis sitzen. Was hat er denn gemacht, Ihr Ältester? Was hat er gemacht? Eine Dummheit hat er gemacht. Hat ein Auto verkauft, was nichts eins war. Dabei hat mein Ulrich im Kosovo seinen Hals riskiert. Moment, wie viele Kinder haben Sie denn? 5. Alles Söhne. Und der Vater? Vater gibt's nicht. Väter hätten Sie sagen sollen. Ist doch auch egal. Ich will Ihnen mal was sagen. Die wollen uns fertig machen. Die stecken alle unter einer Decke. Dass mein Ulrich im Balkan für Deutschland seinen Kopf riskiert hat, das zählt nicht. Für die sind wir der letzte Dreck. Jetzt mal langsam, Frau Drewitz. Wer sind die? Und wer steckt mit wem unter einer Decke? Das ist doch alles ein und dieselbe Mischpoke. Oder wie würden Sie das nennen, Herr Anwalt?
wenn dieser gemeine Hund von Staatsanwalt und diese Flasche von einem Pflichtverteidiger aus ein und demselben Stall kommen. Der Staatsanwalt hat bei Müller-Sterzing gelernt. Sie meinen, er war bei ihm Referendar? Ist mir egal, wie man das nennt. Jedenfalls hat der Müller-Sterzing zu meinem Sven immer gesagt, er soll gestehen. Und das nennt er dann verteidigen. Warum ist er diesem Hinweis nicht nachgegangen? Welchen Hinweis? Na, diesem anonymen Anruf. Mitten in der Nacht ruft mich so ein junger Kerl an und sagt, der Hermann hat die Andrea umgebracht. Kennen Sie einen Hermann? Es kann nur der Hermann Lachner sein. Der ist ja auch immer mit der Andrea rumgezogen. Wann wurde dieses Urteil gefällt? Gestern. Und Sie wollen, dass das Urteil noch einmal überprüft wird? Ja, natürlich. Mein Sven hat die Andrea nicht umgebracht. Wissen Sie, dass das mit erheblichen Kosten verbunden ist? Ja, aber Geld habe ich keins. Sie sind doch auch für Gerechtigkeit, oder? Ich habe Andrea nicht umgebracht. Aber warum haben Sie wiederholt zugegeben, die Tat begangen zu haben? Haben Sie Angst? Bedroht Sie jemand? Willst du jemanden schützen? Nein. Nochmal. Warum hast du zweimal gestanden und zweimal widerrufen? Die haben mich verrückt geredet. Die haben gesagt, sonst kriege ich gleich 10 Jahre. Und da habe ich mir das alles ausgedacht. Was hast du dir ausgedacht? Dass Andrea mit mir schlafen will. Und dass sie mich auslacht. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum lacht sie dich aus? Weil ich mich noch zu jung für sowas fühle. Sie lacht. Und dann kriege ich die Wut und schlage mit der Faust auf sie ein. Aber Andrea ist erstochen worden. Ja, sie ist erstochen worden. Überall war Blut. Du hattest ein Messer. Ja, ich habe es aber gar nicht gespürt in meiner Hand. Ist verdammt scheiße gelaufen. War eben mein Pech. Wirklich? Und das ist jetzt die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit. Was willst du, Markus? Der Junge hat gestanden. Ja, sogar mehrmals. Und genauso oft widerruft er. Wieso? Und wieso ist niemand dem anonymen Hinweis auf Hermann Lachner nachgegangen? Du stellst die Fragen und ich soll die Antworten ranschaffen. Ich hab dir was mitgebracht. Hier ist alles, was über den Fall in der Zeitung stand. Versuch, diesen Hermann Lachner zu finden und klopf mal auf den Busch. Bin gespannt, ob an der Sache was dran ist. Und finde du mal raus, wer mich dafür bezahlt. Ich habe unter anderem eine Wette verloren. Hab schon verstanden, Josef. Hallo, Tag zusammen. Schönen Platz habt ihr hier. Ich suche Hermann Lachner, kennt ihr den? War mit Andrea Roth befreundet. Die hat mit vielen rumgemacht. Möglich. Aber ich wette, nur einer hier ist Hermann Lachner. Als das mit Andrea passierte, war Lachner nicht mehr informiert. Sie hatte ihn abgelegt. So, Andrea hat ihn abgelegt. Und, war ihm das egal, oder? Keine Ahnung, hat er nicht gesagt. Mit wem war Andrea denn noch zusammen? Mit der halben Schule. Blödsinn. Das stimmt doch gar nicht. Was? Hoffentlich hast du mir eine Freundin, die so ist wie du. Warte mal. War Andrea eine Freundin von dir? Wer will das wissen? Ich. Ich bin Privatdetektiv. Ob das glaubst du oder nicht? Andrea war meine Cousine. Aber sie war nicht so, wie die anderen über sie sprechen. Da drüben war's. Was war da? Da wurde Andrea gefunden.